ich glaube, er ist, wie heißt jetzt schon wieder, der Senior Parmesano statt da. Ich bin okay. Aber ich glaube, das geht jetzt noch, ja, stündlich. Also schon am Mittag, ja. Ja, das passt dann, wenn der Koch macht. Ja, dann machen wir das noch schnell wieder. Das wird Herbst. Schreibst du wieder mit, gell? Ja, ja, eben. Aber wir müssen gleich noch warten. Ich glaube nicht, dass der schon parat ist. Ja, das ist ein Restaurant, der Koch nicht für mich. Oh, ja. Scheiße. Hoi. Oh, da bin ich jetzt heute schlafen und die ganze Nacht Rätsel sortiert. Puh! Nein, das ist eigentlich gerade gut, wenn du fertig bist, weil dann kann ich jetzt kurz Mittag essen. Nein, nicht mit dir alleine. Ihr könnt die Interviews nachher machen. Ich gebe dir da die Kamera und du kannst schon im Bett schauen. Darf ich jetzt hierher holen? Ja. Gut, macht's gut. Ja. Ciao, ciao, danke. Einen guten. So, Chefin. Ade. Tschüss. Junge, los. Du hast ja keine Ahnung, wie das geht. Also, Momol, ey, nein, das ist das Mikro. Dann gehe ich noch ins Mikro. Nein, ich mache mit dir das Interview, damit du weißt, wie das geht. He? Du weißt, du kannst es nicht. Du kannst es nicht die ganze Nacht nicht da sein. Du hast keine Ahnung. Also da. Du bist nicht wert, da drauf zu hocken. Bist ruhig, du kleiner Futterschweiß eigentlich. Also, ich zeige dir jetzt, wie man das macht. Du musst gut aufpassen, dass du das nachher auch abschließt. Das ist eh keine Ahnung. Nur die grosse Frau Glücklich kann das. Ja, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Das ist auch nicht so gut, wie sie meint. Also, hallo. Wer bist du? Du musst sie erst zu dir haben. Das gehört mir nicht auch nicht. Komm, Scheiße. Also, da sind wir mal wieder für ein Interview. Ich bin Fanny Schmidt-Frey und ich weiß es nicht. Wir haben hier ein Probe-Interview, das ist der Digi. Er arbeitet hier und gleich als erste Frage, Digi, was ist denn dein Job? Ja. Am Opener. Ja, Schwimmerin, gell? Ich bin da auch im Presseteam. Ich helfe der Frau Glücklich und ihr. Wir nehmen hier die News aufnehmen. Haben Sie denn irgendwelche Hobbys? Also hast du irgendwelche Hobbys? Ja, also ich tanze sehr gerne tanzen mit zu lauter Musik. Und Rätsel lösen natürlich, Kreuzworträtsel. Und was freust du dich denn am meisten am Opener? Auf die Schmetterlinge. Die Schmetterlinge sind der Gasse dort. Die Schmetterlinge. Jetzt? Ja. Und hast du irgendeinen brauchbaren Tipp fürs Open Air, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Sonnencreme nicht vergessen. Ja. Und dann hast du noch ein gutes Wort zum Schluss? Ja, nicht, das ist gut. Dankeschön, Zuhörer ist weiss. Für das nette Interview. So, hast du es gesehen, das geht? Ja, wohl. Dann will ich jetzt das nächste machen. Ich weiß nicht, es ist schon sehr bequem auf dem Stuhl, aber... Aber du lernst im Leben bequem. Hast du schon ein Interview gegeben? Ich muss kein Interview geben. Ah, okay. Ich bin so bekannt, ich kenne dich schon alle. Aber gut, ja. Dann, ich weiss nicht, ich glaube... Ich weiss nicht, ob ich nicht das erste Interview machen mit dem Mr. Senior Parmesano. Aber hol doch den mal schnell hin. Ist er schon da? Ich denke es.